Guten Morgen und willkommen zurück. Wir sind quasi gestern mit dem harmonischen Oszillator fertig, aber wir haben immer noch nicht die Dynamik des Oszillators erhalten. Daher blieb das uns übrig. Das haken wir heute ab. Aber zusammengefasst, was wir entdeckt haben in den letzten Vorlesungen über den harmonischen Oszillator, ist Folgendes. Wir müssten wie immer für das System die Postulate der Quantenmechanik durchgehen. Der erste Postulat lautet für den harmonischen Oszillator, dass den Hilbertraum durch L2R gegeben wird. Das ist der Hilbertraum aller quadratintegrierbaren Funktionen und beschreibt alle möglichen Wellenfunktionen. Das heißt, im Grunde genommen, diesen Hilbertraum liefert uns Wahrscheinlichkeitsverteilungen für das Teilchen in eine Dimension. Das Teilchen darf nur in einer Dimension sich bewegen. So lautet den Hilbertraum für den harmonischen Oszillator. Die Zustände oder Präparationen für eines harmonischen Oszillators sind durch Dichtematrizen wie immer gegeben, aber wir haben, wie wir mehrmals gemacht haben, dass diese Präparation vereinfacht, indem wir nur reinen Zuständen betrachten. Das heißt, dichte Matrizen der Form eines Ketbra-Operators, Psi, Psi. Und das liefert uns diese Bedingung. Diese Ket Psi muss diese Bedingung erfüllen, nämlich dass die Norm von Psi genau gleich 1 ist oder anders ausgedrückt, die Fläche unter dieser Kurve soll genau 1 tragen, weil Psi zum Quadrat x liefert uns eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Okay. So sieht Präparation aus für den harmonischen Oszillator, quantenharmonischen Oszillator. Messungen, die sind durch Positions- oder Impulsmessungen gegeben. Wir haben mehrmals darüber gesprochen, dass diese Postulate bleiben unverändert. Und fünf, die Dynamik, wie entwickelt sich das harmonischen Oszillators bezüglich Zeit. Man benötigt einen sogenannten Hamilton-Operator. Diese Hamilton-Operatoren sind nur durch Erfahrung zu erhalten. Und nach viele, viele Experimente hat es herausgestellt, dass genau diesen Operator der Dynamik eines Oszillators am besten beschreibt. Und um das System vollständig zu lösen, müssen wir am Ende die Dynamik durch diese Operatoren beschreiben. Aber hier haben wir ein Problem. Wir haben diesen Operator noch nicht berechnet. Gestern haben wir die Eigenzustände und Eigenenergien festgestellt. Wir haben alle möglichen Eigenvektoren aufgebaut mit Hilfe diesen sogenannten A-Absteigeroperator und Aufsteigeroperator. Und wir haben eine Liste, jetzt eine vollständige Liste der Eigenzustände. Wir haben diese Eigenzustände Phi n genannt. Und die dazugehörigen Eigenwerte, die lauten h quer Omega n plus 1/2. Und alles, was wir heute machen müssen, ist diesen Unitäroperator zu beschreiben. Und das können wir relativ schnell machen, weil wir schon eine Darstellung des Hamilton-Operators erhalten haben. Eine wichtige Folgerung der Eigenvektorgleichung ist, dass der Hamilton-Operator ist durch diese Ketbra-Kombination gegeben. Das haben wir tatsächlich festgestellt.
Wenn man die Eigenzustände, sobald man die Eigenzustände berechnet haben, dann kann man alle möglichen Operatoren bezüglich diesem Basis ausdrücken. Und wir haben das genau gestern gemacht. Und man beobachtet, dass jeden Operator bezüglich des Eigenbasis diagonal ist. Und diagonal heißt, man kann diesen Operator als Kombination von Ketbra-Vektoren darstellen. Und bezüglich dieser Basis sieht H als Matriz, man kann auch H als einen unendlich großen Matriz darstellen, sieht H so aus. Ne? 0 plus 1/2, H quer Omega, 1/2, 3/2, 5/2 und so weiter. So sieht den Hamilton-Operator aus. Bezüglich dieser Darstellung, ne, ist unser Operator ein diagonaler Operator. Und das erlaubt uns sehr schnell die Exponentialfunktion von h zu berechnen. Sobald wir so eine Darstellung haben, dann können wir diesen unitären Matrix UT aufschreiben. So lautet UT. Und setzen wir diese Darstellung hier ein, erhalten wir folgende Darstellung. Genau. So sieht den unitären Operator UT aus. Ja, und wir sind dabei durch, sozusagen. Es gibt ein paar wichtige Bemerkungen an dieser Stelle. Die erste Bemerkung betrifft die Exponentialfunktion zweier oder mehrerer Operatoren. Diese Bemerkung ist eine allgemeine Bemerkung. Ich würde eine Methode jetzt Ihnen zeigen, wie man diese Exponentialfunktion von einer Summe von Operatoren hat, dann eine Methode, diese Exponentialfunktion zu berechnen. Und diese Bemerkung ist basiert auf die folgende. Beobachtung. So, lass uns annehmen, dass wir einen Hilbertraum haben und wir haben zwei Operatoren A und B. Und diese Operatoren sind nicht irgendeine Operatoren, die kommutieren sich miteinander. Die Vertauschungsrelationen für diese zwei Operatoren sind trivial. So, wir nehmen an, dass wir zwei solche Operatoren haben. Wenn das passiert, in diesem Fall könnten wir die Exponentialfunktion von a und b relativ leicht berechnen. Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Wir verwenden diese Beobachtung sehr oft in der Quantenmechanik. Was heißt das? Okay, wir nehmen an, dass wir diese Exponentialfunktion, dass wir diese getrennt, diese Exponentialfunktion, dass wir von A und B, dass wir diese beiden Matrizen oder Operatoren getrennt berechnen können. Ne? Wir nehmen an, dass diese sind zumindest bekannt. Und was passiert? Und die Frage ist, wie berechnet man
diese Exponentialfunktion. Die Antwort in diesem Fall ist ganz einfach. Nämlich durch das Produkt von dieser Exponentialfunktion. Das gilt nur dann, wenn dieser Kommutator genau gleich 0 ist. Und wie werde ich das begründen? Ist die Frage. Ich glaube, mit Hilfe einer Taylor-Reihe. Es gibt mehrere Methoden, um diese Aussage zu beweisen. Ich würde gerne nur eine einfache Methode hier einführen. Ja, okay, ich mag das mit der Taylor-Reihe, oder ich argumentiere für diese Aussage mit der Taylor-Reihe, aber es gibt mehrere Methoden. Okay, an der linken Seite haben wir die Exponentialfunktion von zwei Operatoren. Und diese Exponentialfunktion kann man mit der folgenden Taylor-Reihe berechnen. So sieht die Taylor-Reihe für die Exponentialfunktion aus. An der rechten Seite Fehler gemacht. Okay, so sehen die Taylor-Reihe aus für die linke Seite und die rechte Seite. Und im Fall, dass A und B einfache Zahlen sind, lass uns annehmen, dass A und B Zahlen sind, dann wir wissen schon in diesem Fall, dass die linke Seite genau die rechte Seite gleich ist. Das Problem ist, was passiert, wenn A und B Operatoren sind? Was ist das Problem dabei? Gibt es ein Problem? Es gibt tatsächlich ein Problem, wenn A und B nicht trivial miteinander vertauschen, dann ist die linke Seite hier nicht gleich der rechten Seite. Aber wie stellt man das fest? Im Fall, dass diese Kommutationsrelation genau gleich 0 ist, dann verhalten sich diese Operatoren, als ob die Zahlen sind. Ne? Das wesentliche Unterschied zwischen Operatoren und Zahlen ist es, dass A in der Regel AB nicht gleich BA ist. Das ist das Problem mit Operatoren. Das Matrizprodukt ist nicht kommutativ im Allgemeinen. Aber in diesem Fall haben wir angenommen, dass diese Operatoren genau miteinander kommutieren. Das heißt, wenn wir diese Klammern ausmultiplizieren, dann können wir diesen J0, J1, können wir diese Formel anwenden, diese Ausmultiplizierformel mit Binomialkoeffizienten.
Das ist erlaubt im Fall, dass diese Operatoren miteinander kommutieren. Wir können einfach diese Formel anwenden. Und dann können wir die genau dieselbe an der rechten Seite machen. Und dann wir werden ganz bald sehen, dass jeder Term genau gleich ist. Ne? Wir können diese Argumentationsweise von theoretischer Physik A anwenden, um festzustellen, dass diese Reihe genau gleich diese Reihe ist. Was passiert, wenn A B nicht gleich BA ist? Dann haben wir schon Probleme mit A plus B zum Quadrat. Ich werde einfach diese Klammer ausmultiplizieren, um zu zeigen, dass es Probleme gibt. Wir kriegen dann A plus B, A plus B, A plus B. Und lass uns diese Klammern ausmultiplizieren. Die sind Matrizen oder Operatoren. Wir erhalten wie immer a zum Quadrat. Jetzt erhalten wir ab. Ups, jetzt haben wir ba. Und dann b zum Quadrat. Jetzt haben wir ein Problem, ne? Weil ab nicht genau gleich ba ist, dürfen wir nicht sagen, dass diese Summe genau gleich a zum Quadrat plus 2ab plus b zum Quadrat ist. Das gilt nicht mehr im Fall, dass diese beiden Operatoren sich nicht miteinander kommutieren. Daher können wir, ist es nur in diesem Fall zu erwarten, dass die Exponentialfunktion zweier Operatoren genau gleich das Produkt von diese Exponentialfunktion ist. Sehr wichtig. Das heißt, es ist eine Warnung, ne? Vorsichtig, wenn Sie zwei Operatoren haben, a und b, und Sie wollen die Exponentialfunktion von a plus b berechnen wollen, dann müssen Sie sehr vorsichtig sein. Wir haben aber eine Darstellung für h, der Form eine Summation über kommutierende Operatoren. Ich werde diese Ketbra-Operatoren AN nennen. Es stellt sich heraus, dass diese AN-Operatoren sich miteinander kommutieren. Lass uns dann hier an der rechten Seite die Vertauschungsrelation berechnen zweier solcher Operatoren. Wir haben dann an am minus am an. Wir müssen diese Kombination berechnen. Lass uns annehmen, dass n ungleich m ist.
Wie berechnen wir diese Kombination? Wir setzen einfach die Definition ein. Und stellen wir sofort hoffentlich fest, dass die rechte Seite genau gleich was beträgt. Wir haben hier eine Kombination phi n phi m. Das Skalarprodukt zwischen phi n phi m ist genau gleich. Ja, es gibt eine Vermutung. Nämlich 0. Ist zu einfach. Ne? 0, weil diese Kettvektoren sind autonom mal. Ne? Die bilden eine Basis. Und eine Basis heißt, dass phi n und m, das Skalarprodukt zwischen diesen beiden, immer 0 ist, sobald n ungleich m ist. 0, 0. Das heißt, die Vertauschungsrelationen zwischen alle a n und a m Operatoren genau gleich 0 sind. Okay, das ist gut. Im Fall, dass n gleich m ist, dann ist das auch, erhalten wir auch 0. Weil im Fall n gleich m ist, erhalten wir hier 1. Und hier ist phi n phi n minus phi m phi n. N ist gleich m, daher kriegen wir auch 0. Diese Operatoren kommutieren sich miteinander. Und das heißt, dass die Exponentialfunktion von diesen Operatoren ist leicht zu berechnen oder leichter zu berechnen. Wir wollen diesen Unitäroperator berechnen, das liefert uns die Dynamik des Oszillators und das ist durch ein Produkt gegeben. Nämlich das Produkt von diesen Operatoren. Und jetzt kann man auch argumentieren, dass die Exponentialfunktion von an durch diese Kettbar gegeben ist. Das ist eine schöne Übung. Wir haben daher eine alternative Darstellung des Unitäroperators UT. UT. Okay, jetzt sollen wir feststellen, dass wir sollen die Dynamik jetzt des Systems ein bisschen untersuchen. Wie verhält sich das System der harmonischen Oszillator bezüglich Zeit? Und die erste und wichtigste Bemerkung ist es, dass die Dynamik des Oszillators periodisch ist. Und wie beweist man das? Wir verwenden genau entweder diese Darstellung oder die andere Darstellung, die ich erhalten habe. Nicht hier, okay. Und wir untersuchen bevor wir das machen, ich werde eine dritte Darstellung diesen Unitärmatrizen aufschreiben. Ich habe den Hamilton-Operator als Matriz zusammengefasst. Man kann auch die Exponentialfunktion als Matriz aufschreiben. Das ist auch interessant. Man erhält dabei
Die diagonale Matriz. Die Matriz mit diagonalen Einträgen i hoch minus i t h quer Omega n plus eine halbe. Ne? Daher haben wir drei unterschiedliche Darstellungen des Operators UT. Und diese unterschiedlichen Darstellungen sind sehr nützlich. Es hängt von Anwendungen ab. Gut, dann lass uns dann jetzt die Dynamik ein bisschen mehr untersuchen. Diese unitäre Matriz ist vielleicht die beste Darstellung. Hierbei ist diese Darstellung. Wir haben so eine Darstellung für die unitäre Matrix erhalten bezüglich diesen Eigenvektoren phi n und diesen Faktor h quer verschwindet. Und dabei stellen wir fest, dass es eine Zeit gibt, t, groß t, wobei wenn klein t gleich groß t ist, diesen unitären Matriz gleich 1 Operator ist. Ich werde das jetzt begründen, diese Aussage begründen. Ich definiere dazu folgende Zeitpunkt t. T ist gleich 2pi. Genau, 2pi durch Omega. Und lass uns dann jetzt betrachten, was passiert, wenn klein t genau gleich groß t ist. Was passiert dann? In diesem Fall ist unser Unitäroperator durch i hoch minus i 2pi durch Omega mal n plus eine halbe. Und Omega verschwindet und wir erhalten dann diesen Operator i hoch minus i mal pi ist genau gleich minus 1 und i hoch minus 2 pi i n ist immer gleich 1. Das heißt, zum Zeitpunkt groß t ist die Dynamik des Operators durch diesen Operator beschrieben.
Aber diesen Operator ist genau gleich der 1-Operator. Wir haben diese sogenannten Vollständigkeitsrelation vor uns. Das heißt, zum Zeitpunkt groß t ist diesen Unitäroperator ut durch die minus 1, minus der 1-Operator gegeben. Das klingt, das ist schon ja, interessant. Ne? Aber was das bedeutet für uns, ist, dass das System komplett periodisch ist. Das heißt, jeden 2pi durch Omega Sekunden befindet sich das System in genau den Anfangszustand wieder. Das muss ich jetzt begründen. Ne? Hier haben wir ein Minusvorzeichen, nicht ein Plusvorzeichen. Das alles gilt für in dem Fall 2pi Omega mal nn, wobei n, groß n ein Integer, Integral ist, ganzzahlig ist. Aber jetzt muss ich diese Aussage begründen, dass das System sich in einem Zustand befindet, das genau gleich dem Anfangszustand ist. Und wie beweist man das? Wir nehmen an, dass wir unser System in einen Anfangszustand präpariert haben. Lass uns unseren Anfangszustand Rho 0 bezeichnen. Und dann zum Zeitpunkt t ist laut Postulat 5 der Zustand durch U T Rho 0 U T Kreuz gegeben. Und hier gibt es einen sehr großen Vorteil der Dichtematrizformalismus. Zum Zeitpunkt T gleich groß T können wir jetzt diesen Operator hier einsetzen und wir erhalten minus 1 Rho 0 minus 1 und diese Minusvorzeichen, minus 1 mal minus 1 ist gleich 1, 1 Rho 0 Rho, 1 ist genau gleich Rho 0. Das heißt, zum Zeitpunkt T 2pi durch Omega befindet sich das System in den Zustand, in den Anfangszustand wieder. Nach 2pi durch Omega Sekunden, das System macht was und dann kommt wieder zurück. Egal was diesen Anfangszustand Rho 0 ist. Es hängt nicht von Anfangszustand ab. Und das ist genau das Verhalten eines Oszillators. Ne? Man fängt mit dem Oszillator an und dann verhält sich dieses Oszillator periodisch. Egal wie weit man ist vom Ursprung. Und hier betrachtet man das quantenmechanisch und hier haben wir das schon bewiesen. Es ist sehr interessant, dass das System sich so verhält. Man kann viel mehr darüber sagen. Es gibt sogar Bücher über dieses System. Der harmonische Oszillator ist extrem interessant. Man kann quasi alle möglichen Eigenschaften des Systems analytisch untersuchen und das ist extrem vorteilhaft und daher kann man viele Dinge sagen. Machen wir nicht, ich werde nur noch eine weitere Beobachtung, Folgerung beschreiben und dann werden wir dieses schöne System verlassen.
hier haben wir das System im Schrödinger-Bild betrachtet. Das heißt, wir erlauben die Zustände, sich zu bewegen sozusagen, und die Messungen, die bleiben konstant. Man könnte diese der Dynamik auch im Heisenberg-Bild betrachten. Und das werde ich jetzt einfach aufschreiben. Wenn wir die Operatoren im Heisenberg-Bild untersuchen, dann müssen wir Operatoren AT einführen. Diese Operatoren stellen eine Messung T Sekunden später dar. Und Ziel ist es jetzt, die Dynamik, ein paar von diesen solchen Operatoren zu beschreiben. Und ich werde einfach zwei Operatoren aufschreiben, zwei wichtige Operatoren, und Sie können diese Gleichung in den Übungen weiter untersuchen. Lass uns den Impulsoperator und die Positionsoperator, die Dynamik dieser beiden Operatoren untersuchen. Wenn man das so macht, kann man, und das ist eine schöne Übung für Sie, beweisen, dass das Verhalten des Impulsoperators durch diese Kombination gegeben wird. Sie haben schon, glaube ich, die Schrödinger-Gleichung in Heisenberg-Bild gesehen. Man hat so ein, man leitet, man nimmt die Ableitung AT bezüglich T und erhält man einen Kommutator zwischen A Hütchen und H dabei. Ich glaube, das taucht irgendwann auf in den Übungen. Ja, okay. Gut, haben Sie gesehen. Das heißt, Sie haben alle nötigen Werkzeuge, um diese beiden Gleichungen zu beweisen. Und guck mal, was wir erhalten haben. Die Dynamik, ein Impulsoperator stellt den Mittelwert einer Impulsmessung dar. Und der X-Operator stellt den Mittelwert einer Positionsmessung dar. Und was wir erhalten haben, ist eine periodische Verhalten des Operators P, T und XT bezüglich Zeit. Das heißt, nach 2 Pi durch Omega Sekunden verhält sich der Mittelwert von X genau gleich wie den Anfangsmittelwert. Und das ist, ja, das stimmt überein mit dieser Beobachtung hier oben. Alles periodisch. Gut, das war es alles zum Thema harmonischer Oszillator. Wie gesagt, man kann viel mehr darüber sagen. Und es wird ständig, dieses System taucht ständig auf in der Quantenmechanik. Besonders in der Quantenoptik. Man entdeckt, dass das elektromagnetische Feld eines Resonators mit Hilfe harmonischen Oszillator beschrieben wird. Das ist sehr wichtig für Untersuchungen mit Photonen und Licht und Laserstrahlen und so weiter. Aber wir haben in der Physik nicht nur Licht, wir haben andere Systeme zu untersuchen, und daher werden wir unser das letzte einfache Beispiel der Quantenmechanik jetzt untersuchen.
nämlich ein Teilchen in endlich hoher Potentialtopf. Ziel ist es jetzt, ein Teilchen oder das Verhalten, ein Teilchen, ein quantenmechanisches Teilchen, die sich nur in einer Dimension sich bewegen kann, im Gegenwart eines endlich hohen Potentialtopfes zu beschreiben. Wir haben das System, schon quasi gesehen, im Fall, dass das Potenzial sehr groß ist. Das war unser erstes richtiges Einteilchen-Quantensystem. Nämlich ein unendlich hoher Potentialtopf. Jetzt, heute, werden wir dann das folgende Potenzial untersuchen. Das heißt, das Potenzial beträgt genau gleich 0, außerhalb ein Intervall. Und hierbei, in diesem Intervall, beträgt das Potenzial genau gleich minus V0. Und hier ist x gleich L durch 2. Wir betrachten jetzt ein Teilchen. Das Teilchen ist ganz frei. Es kann sich frei bewegen außerhalb diesem Intervall. Das Teilchen ist in Gegenwart kein Potenzial. Wir haben einfach das freie Teilchen. Aber innerhalb des Intervalls minus L durch 2 bis L durch 2 spürt das Teilchen ein Potenzial, ein negativen Potenzial. Und die Frage ist, gibt es gebundene Zustände? Das heißt Zustände, die lokalisiert sind, hier beim Ursprung, und die sich nicht bezüglich Zeit sich bewegen. Es gibt physikalisch gesehen sollen Sie schon feststellen, dass es mehrere freie Zustände geben. Ne? Wenn man zum Beispiel das Teilchen in ein Gaußschen Wellenpaket präpariert, hier außerhalb des Potentials, dann soll das Teilchen, ne? Das Teilchen sieht kein Potenzial, das Teilchen spürt kein Potenzial. Das Teilchen ist ganz frei und bewegt sich ganz frei außerhalb des Intervalls. Dieses Verhalten soll physikalisch offensichtlich sein. Im Fall, dass die Wellenfunktion genau gleich 0 ist in diesem Intervall, verhält sich das Teilchen genau wie ein freies Teilchen. Es sieht das Potenzial nicht. Aber wenn die Wellenfunktion sich verbreitet, dann zum Beispiel lass uns annehmen, dass wir ein Teilchen präpariert haben im gaußschen Zustand mit ein bisschen Impuls. Das heißt, die Wellenfunktion bewegt sich in diese Richtung ganz grob. Dann es gibt einen Zeitpunkt, an dem das Teilchen eine nicht geschwindende Wahrscheinlichkeit hat, hier in diesem Potenzial zu sein, diesem Potenzial top zu sein. Und da, was passiert dann, ist sehr interessant. Ne? Man nach einer großen Zeitverschiebung beobachtet man und stellt man fest, dass es gibt ein Teil der Wellenpaket fließt durch dieses Potenzialtopf und ein Teil des Wellenpakets wird reflektiert, gespiegelt. Das heißt, das Teilchen ist in zwei quasi, bewegt sich in Superposition
mit ein eine ein reflektierten Anteil und ein transmittierten Anteil. Das ist sehr quantenmechanische Verhalten. Es gibt auch gebundene Zustände. Das ist keine nach viel nach beliebig längere Zeit gibt es auch ein bisschen Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen in das Topf sich befindet. Diese Dynamik ist schon recht kompliziert, ne? Wir haben mehrere Quantenaspekte hierbei, die treten auf. Superposition, das Teilchen befindet sich gleichzeitig hier in dieser Richtung, an dieser rechten Seite des Topfes und auch gleichzeitig in der linken Seite des Topfes. Und auch gebundene Zustände. Es gibt mindestens einen Zustand hier in der Mitte, das sich nicht mit der Zeit sich bewegt. Das ist das Ziel. Wir werden diese komplexe Dynamik nicht in dieser Vorlesung ganz erhalten, aber wir werden schon diese gebundenen Zustände erhalten. Das ist ein sogenannter Streuungsprozess. Man fängt an mit einem Wellenpaket, man schießt diesen Wellenpaket auf ein Potenzial und dann beobachtet, was man daraus kriegt. Und das macht PhysikerInnen in CERN jeden Tag mit der LHC. Die präparieren Zustände von Protonen und Antiprotonen und die schießen diese Protonen sich gegeneinander. Und dann die beobachten die rausstreuen der Wellenpakete. Hier ist ein ganz vereinfachtes, eindimensionales Modell dieses Experimentes. Es ist im Grunde genommen ist genau die gleiche Physik ist dabei. Und dieses Potentialtopf hier stellt das Potential zwischen Protonen, Antiprotonen und Quarks und so weiter dar. Ganz vereinfacht. Aber die Physik hierbei, in dieses Beispiel, ist genau die gleiche Physik eigentlich. Oh, ja, die gebundenen Zustände, die stellen neue Teilchen dar. Die durch diesen Streuungsprozess erzeugt werden. Was wir haben, ist ein Teil. Jo, eine Frage? Sie sagten, nur die gebundenen Ja. Zustände stellen neue Teilchen dar. Das war okay. Ja, richtig. Hier ist das kaum zu sehen, ne? Weil hier haben wir nur ein Teilchen in einem Potential. Aber wenn man zwei Teilchen betrachtet im reduzierten Koordinaten, dann ist das äquivalent mit einem Einteilchenproblem. Das heißt, es gibt mehrere Rechenschritte, bevor man dieses effektives Modell erhalten hat. Aber die Physik eines Streuungsprozesses ist hier schon zu beobachten als ganz grobe Annäherung. Aber das ist eine Sache eigentlich für fortgeschrittene Quantentheorie. Leider passiert, haben wir nicht in dieser Vorlesung genug Zeit, solche Dynamik zu untersuchen. Okay, wir müssen durch die Postulate gehen. Ganz systematisch wie immer. Hier haben wir ein Potentialtopf. Das Teilchen darf sich befinden an beliebigen Stellen. Das heißt,
die dazugehörigen Hilbertraum ist wieder L2R. Präparationen sind durch reine Zustände hier gegeben. Heute, wir können gemischte Zustände auch haben, machen wir nicht. 3 und 4 sind schon für dieses System abgehakt. Wir müssen nur dann Postulate 5 untersuchen und dabei müssen wir einen Hamilton-Operator beschreiben oder zu diesem System identifizieren. Und der Hamilton-Operator soll genau der Hamilton-Operator für ein freies Teilchen sein, im Fall, dass das Teilchen sich außerhalb dieses Potentialtopfes sich befindet. Aber wir müssen irgendwie das Potential hier auch haben und dabei führen wir dieses Potentialenergie-Operator in diese Form hier ein. Das ist der, nach Erfahrung ist diesen Operator der richtige Operator, um dieses System zu beschreiben. Es gibt keinen Beweis sozusagen. Man muss die Dynamik des Operators untersuchen und diese Dynamik mit dem echten System vergleichen. Wurde gemacht. Gut, und dann Ziel ist es natürlich, UT zu erhalten. Und wir werden dieses Ziel nicht erreichen. Das ist ziemlich kompliziert, weil man hat eine Mischung von gebundenen Zuständen und auch freie Zustände und auch Streuungsmöglichkeiten und so weiter. Schaffen wir leider in dieser Vorlesung nicht. Wir werden nur die Frage untersuchen, gibt es überhaupt gebundene Zustände. Gebundene Zustände, die sind reine Zustände, die sich nicht mit der Zeit sich bewegt. Und die Antwort ist natürlich ja. Und daher untersuchen wir die Eigenvektorgleichung, weil ein Eigenvektor stellt genau einen zeitunabhängigen Zustand dar. Das ist das Ziel. Das Ziel werden wir relativ schmerzlos erreichen, hoffentlich. Es ist hilfreich, zwei Konstanten jetzt einzuführen. Diese Konstanten tauchen auf und das macht uns unser Leben ein bisschen einfacher. Wir definieren diese zwei Konstante, Kappa und Q. Dabei. Diese Konstanten tauchen später auf und es ist dabei hier ein guter Zeitpunkt, diese Konstanten einzufügen. Jo, okay, dann Ziel ist es dann, diese Gleichung zu lösen. Und wenn man tatsächlich eine Lösung findet, dann hat man einen zeitunabhängigen Zustand gefunden. Und wir werden das, in dieser Form können wir das Problem nicht lösen. Wir können diese algebraische Methode, diese Methode hat für den harmonischen Oszillator uns sehr schön eine vollständige Lösung geliefert. Solche algebraische Methoden funktionieren nur leider in dem harmonischen Oszillatorfall. Das Problem hierbei ist das Potential. Wir werden dann alles in Positionsbasis machen, das heißt, wir müssen dann Differentialgleichungen wieder lösen. Und um dies zu tun, nehme ich jetzt das Skalarprodukt zwischen dieser Gleichung und Positionsket x. Und dann führen wir die Matrizelementen von diesen Operatoren ein.
E. Okay, wenn man das Skalarprodukt zwischen die stationäre Schrödinger-Gleichung oder einfach die Eigenvektorgleichung nimmt, dann hat man an der linken Seite diese Operatoren, an der rechten Seite die Wellenfunktion taucht auf. Gut. Die Matrizelementen dieser Operatoren kennen wir inzwischen. Die Matrizelemente des Impulsoperators ist minus IH quer DDX PsiX, so durch diese Differentialoperator gegeben. Und das heißt, wir erhalten in diesem Fall, dass minus h quer zum Quadrat 2m die 2, die x2 plus vx, ne, die x, ein x Positionskette, wenn man den Positionsoperator auf einen x-Kettvektor oder Bra-Vektor anwendet, dann erhält man einfach x statt x-Hütchen. Dabei verschwindet dieses Hütchen. Und hierbei haben wir die folgende Differentialgleichung hergeleitet. Diese Differentialgleichung stellt genau diese stationäre Schrödinger-Gleichung dar, oder anders ausgedrückt, diese Eigenvektor-Eigenwertgleichung dar. Wir können diese Gleichung ein bisschen umformen, ne? Weil das Potential hier ist, hat drei Bereiche. Ich werde das Potential wieder aufzeichnen. Es gibt drei Bereiche für das Potential. Bereich 1, Bereich 2 und Bereich 3. Und es hängt von x ab, welcher Bereich oder welche Form diese Differentialgleichung nimmt. Das heißt, wenn x außerhalb minus L2, L2 ist, dann ist diese Differentialgleichung relativ einfach. Wir haben diese Differentialgleichung schon gesehen. Wenn x größer L durch 2 ist, dann ist V ganz ist genau 0. Und dabei haben wir ein sehr einfaches sehr einfache Differentialgleichung zu lösen. Und andersrum, wenn das Teilchen oder x kleiner L durch 2 ist und größer minus L durch 2 ist, dann haben wir ein ähnliches, aber ein bisschen unterschiedliche Differentialgleichung.
Und diese beiden Differentialgleichungen können wir quasi zusammen hier zusammenfassen, indem wir das folgende System definieren. Das ist hoffentlich, ich habe ein paar Schritte weggelassen, aber hoffentlich können Sie sich vorstellen, wie man von hier bis da kommt. Im Fall, dass x größer, Betrag von x größer L durch 2 ist, dann haben wir hier 0 und dann müssen wir rechte und linke Seite mal 2m durch h quer zum Quadrat multiplizieren und dabei taucht Kappa auf. Im Fall, dass x innerhalb Betrag von x innerhalb L von 2 ist, dann haben wir eine zusätzliche Konstante dabei, nämlich V0. Und dabei sollen wir die Konstante Q einführen. Wir müssen diese beiden Differentialgleichungen zusammen oder gleichzeitig lösen und diese Lösungen zusammenkleben. Ne? Weil wir können diese Differentialgleichung getrennt lösen, aber wir kriegen eine Lösung im Bereich 1, eine andere Lösung im Bereich 2 und eine dritte Lösung im Bereich 3. Und die, es gibt vielleicht Sprünge oder was weiß ich. Ne? Man muss diese Lösungen kohärent zusammenkleben. Und das ist unser Ziel jetzt. Wir haben die Lösung, diese Gleichung schon gesehen. Wir haben die Lösung mit Hilfe eines Exponentialansatz erhalten. Das ist, es ist quasi Wiederholung, diese Gleichung zu lösen. Ich werde diese Schritte weglassen, weil die so ähnlich mit den vorherigen Schritten sind. Ne? Im Bereich hier für diese Gleichung sind die Lösungen genau die Lösung des freien Teilchens. Und hier oben sind die Lösungen genau gleich die Lösung des unendlich hohen Potentialtopfes. Daher werde ich die Lösung einfach aufschreiben. Die Herleitung lasse ich weg. Wir können diese Lösung in zwei Klassen getrennt sortieren. Es gibt sogenannte gerade Lösungen und ungerade Lösungen. Das heißt, ich werde nur die Lösungen aufschreiben und deren Eigenschaften untersuchen.
Die Ableitung, Herleitung dieser Lösung ist eine Übung für Sie. Im Fall einer sogenannten gerade Lösung Sie können ruhig diese Lösung hier in diese Differentialgleichung einsetzen und prüfen, dass die tatsächlichen Lösungen liefen. Diese Lösungen stellen gebundene Lösungen dar, gebundene Zustände. Es gibt, wie gesagt, unendlich viele Lösungen, die freie Zustände darstellen. Aber wir wollen, heute ist unser Ziel, die gebundenen Zustände zu untersuchen. Und diese Lösungen stellen genau diese Zustände dar. Was habe ich da unten geschrieben? Gut. Ja, okay. Und wobei, hier haben wir A1, A2, B1 und B2. Und diese Größen sind alle Konstanten. Jo, eine Frage? Ja, bei den geraden Lösungen, bei der Spannungsverschaltung, Kappa ist größer als der gehalten. Oh ja, das macht gar keinen Sinn. Dankeschön. Okay, ich hoffe, das ist soweit fehlerfrei. Okay. Diese Funktionen stellen Lösungen dar, aber nicht alle solche Funktionen sind physikalisch zu betrachten oder zu verstehen. Das Problem ist, was an diesen Stellen hier passiert. Wenn x genau gleich L durch 2 ist, dann stellt so eine Lösung eine Funktion dar und diese Lösung kann ja einen Sprung haben. Im Allgemeinen. Ne? Es hängt von B1 und B2 ab, was passiert hier an der Stelle x ist gleich L durch 2. Erlauben wir solche Sprünge oder nicht, ist die Frage. Und physikalisch gesehen ist das ein Sprung fordert eine Erklärung, eine Begründung. Und die Regel ist es, dass wir Wellenfunktionen, die sollen stetig sein, zumindest stetig. Die Erklärung, warum, ist ein bisschen schwer zu liefern. Ne? Es hängt von mikroskopischer Betrachtung an. Wir sollen dieses Potential als Modell eines sehr komplizierten Mehrteilchensystems betrachten. Hier das Potentialtopf hier steht für eine Sammlung von vielen, vielen Teilchen. Das ist nur eine Annäherung.
Und wenn wir eine Wellenfunktion haben mit einem Sprung, dann mikroskopisch gesehen ist das Teilchen hat irgendwie eine unendlich viel kinetische Energie an dieser Stelle. Ein Sprung bedeutet, dass die erste Ableitung unendlich ist und die erste Ableitung stellt den Impuls dar. Und das heißt, ein Sprung, eine Wellenfunktion mit Sprung, heißt, dass an dieser Stelle, genau gleich L durch 2, es eine unendlich viel Impuls dabei ist. Das ist, wenn man das System heranzoomt, ne, ist das irgendwie sinnlos. Ja. Es ist nicht unmöglich, aber es gibt tatsächlich Fälle, in denen man Wellenfunktionen mit Sprünge haben kann. Ja. Und auch Systeme mit Sprünge in den ersten Ableitungen. Aber wir nehmen heute an, dass die Wellenfunktion stetig ist an diesen Stellen und auch, dass diese Wellenfunktionen differenzierbar sind an diesen Stellen. Und das hat mit Energie und Impuls zu tun. Wir hoffen, dass wir eine Lösung finden können, wobei die Impuls und kinetische Energie an diesen Stellen endlich ist. Das heißt, wir setzen oder wir verlangen, dass die Wellenfunktion stetig und differenzierbar ist. Okay, dann lass uns dann x gleich L durch 2 einsetzen und wir werden sehen, was passiert. Gerade im Fall gerader Lösung, an der Stelle L durch 2, erhalten wir entweder A2 Cosinus QL durch 2. Oder diese Gleichung sollen genau gleich sein an dieser Stelle. Oder A1 e hoch minus Kappa L durch 2. Das heißt, an der Stelle L x gleich L durch 2 müssen diese beiden Terme genau gleich sein. Wir müssen Konstanten A1 und A2 finden, damit diese Größen genau gleich sein. Aber das ist nur stetig, die Stetigkeitsbedingung. Wir müssen auch die Differenzierbarkeitsbedingung auch anwenden. Und dabei müssen wir die erste Ableitung nehmen von Psi bezüglich x und dann x gleich L durch 2 einsetzen. In diesem Fall erhalten wir entweder minus A2 Q Sinus QL durch 2 oder minus A1 Kappa
I hoch minus Kappa L durch 2. Im Fall, dass die Wellenfunktion stetig und differenzierbar ist, dann ist den dazugehörigen Erwartungswert für den Impulsoperator und kinetische Energieoperator endlich. Okay. Wir haben jetzt zwei Bedingungen, die wir lösen müssen. Wir müssen Konstante A1 und A2 finden, damit diese Gleichung genau erfüllt ist. Und wir müssen A1 und A2 finden, damit diese Gleichung erfüllt ist. Es stellt sich heraus, dass das nicht so einfach ist. Man kann nur bedingte Q-Kappe A1 und A2 Kombinationen haben, damit diese Gleichungen erfüllt sind. Ich werde die Bedingungen für die ungerade Lösung auch aufschreiben und dann werden wir in der nächsten Vorlesung diese Bedingungen, Randbedingungen lösen. Die Stetigkeitsbedingung liefert uns entweder B2 Sinus Q L durch 2 oder B1 I hoch minus Kappa L durch 2. Und diese beiden Funktion muss genau gleich sein. Und damit die Wellenfunktion differenzierbar ist an dieser Stelle, muss die erste Ableitung stetig sein an der Stelle x gleich L durch 2. Und erhalten wir in diesem Fall plus diese Bedingung. Okay, diese Bedingungen sind zu lösen, manchmal. Was wir in der nächsten Vorlesung beobachten werden, ist, dass es gibt immer zumindest eine Lösung, diese Bedingung hier für die gerade Lösung. Aber das ist an der rechten Seite die ungerade Lösung. Es gibt nur manchmal eine ungerade Lösung. Das ist nicht offensichtlich, man muss ein bisschen ein paar Berechnungen durchführen, aber das ist der Fall. Im Fall, dass V0 gegen minus unendlich geht, V0 gegen unendlich geht, das heißt, wir haben einen unendlich großen Potentialtopf, dann werden wir mehrere Lösungen hier entdecken. Weil in diesem Limus, dass das Potential gegen unendlich geht, erreichen wir das erste Beispiel, nämlich das Teilchen in einen endlich großen Potentialtopf. Okay, ich werde jetzt aufhören und dann nächste Woche werden wir diese Bedingungen lösen. Gut, Dankeschön.